Mount Kenya, das ist der zentrale. Auch dort, also sowohl Elbmund als auch auf dem Mount Kenya sind die gereist. Det som er interessant med Mount Elgon. Das Interessante bei Mount Elgon. Speziell interessant. Bergskogen er kvar der. Der Berg hat einen Wald ringsum. Det blir et annet klima. Ein anderes Klima ergab sich dort. Det regner hver eftermiddag. Es regnet jeden Nachmittag. Det frost hver nacht. Jede Nacht frost. Så det var, men det et annet foredrag. Det er noget, man andre foredrag sagde. Men vi hittade der på trädgränsen, så hittade vi härskilt. An der Baumgrenze fanden wir die ersten Völker. De var isolerade kuba. De var isoleret. Det var en... regeringen hade flyttat befolkningen ifrån skogen. Die Regierung hatte die Bevölkerung aus diesem Wald weggesiedelt. För att skydda skogen. Um diesen Wald zu schützen. För att bevara den så att den inte rucks ner. Naja, die sollten das nicht abhacken als Brennmaterial. Var den stammen som bodde här uppe, de var judar. Und der Stamm, der hier wohnte, waren Imker. Lämnade de en kuba. Und diesen hatten sie übrig gelassen. Här hittade vi intressant material. Och här fann vi intressantes material. Vi hade tur, för i den här kupan så hittade vi drönare. Vi hade glück, dass wir in diesem Kasten auch Drohnen fanden. Ni ser också att de är väldigt fint byggda. Sie sehen auch, dass sie sehr akkuraten Wappenbau haben. Och den är fullständigt fullbyggd. Und vollständig ausgebaut. Längre ner på sluttningen. Länger, weiter unten, am Berg. Auf dem Flachland. So schwärmte Kuba, als sie hatte weg zu hemmen. Ah, da fingen die schon an zu schwärmen, wenn die Kästen nur bis dorthin, wie er gedeutet hat, ausgebaut waren. Und es wiesete sich faktisch, dass diese Bienen bidrog till att minska svärmningen utav korsningen med Buckfast. Naja, also diese, es zeigte, dass dieses Volk geeignet war, Schwarmverminderung auch bei der Buckfast bringen zu können. So habe ich es verstanden. Men om man inte ger bina utrymme, wenn man den Bienen keinen entsprechenden Raum gibt, so gör de som de brukar göra. So machen sie, wie sie sich verhalten pflegen. Also so wie sie es eigentlich machen müssten, wenn man ihnen zu kleinen Raum gibt. Sie schwärmen dann. Hemma in mitt kök så inseminerade Dr. Tjubom två drottningar som vi lyckades odla ifrån larver som vi hade med. Ja, also heim, zu Hause bei ihm in der Wohnung glückte es von dem Hyberlandet. Dr. Trübung gelang es zu Hause bei ihm, Königinnen zu besamen, und zwar Königinnen, die von Larven aufgezogen waren, die sie dort gefunden hatten. Sie nahmen keine Königinnen mit, nur Larven und Samen. Also nur Larven und Samen wurden von dort importiert. Wenn man Samen länger als zwei Wochen transportiert, så har de förlorat sin förmåga att röra sig. Ja. Also die haben dann ihre Beweglichkeit verloren nach zwei Wochen, also länger als zwei Wochen kann man sie nicht. Men han hade funnit ut en lösning med glukos och antibiotika. Ja, man hatte eine Lösung gefunden mit Zucker und Antibiotika. Ja. So de rörelseförmågan tillbaka. So hatten sie dieses Bewegungsvermögen zurückgewonnen. Efter två veckor också. Ja. Also auch nach diesen zwei Wochen. Das ist für mich neu. Sen så vet vi att det här är ju avels sida. Vi korsar och vi selekterar. Vi väljer. Also die kan vi göra. Diese avels sida. Men då sysslar vi med avel. Vi korsar och kombinerar. Väljer. Also jetzt sprechen wir über Zucht.
Wir arbeiten mit und kombinieren. Men idag så har forskarna funnit ut att det finns mera, inte bara skötsel och avel, det finns något mera också. Ja, heute hat man herausgefunden, dass es noch mehr Dinge gibt, nicht nur Pflege der Bienen und Zucht, sondern auch andere Dinge. Ihr wisst, dass ein Teil Biologen hat alltid gesagt. Wir wissen, dass ein Teil immer gesagt haben, das skal være lokalt anpassede bin. Es müssen lokal angepasste Bienen sein. Det er de bästa. Das sind die besten. Und de har rätt. Und die haben recht. Og bina, de sköter det. Genom något som man idag kallar epigenetik. Epigenetik. Det står inte där. Epigenetik. Okay, kann ich nicht übersetzen. Epigenologi. Generna på grund av omgivningens. Okay, also Gene, die durch die Umgebung geformt sind. So uttrycker de, alltså genomet, alltså hela genpool. Genpool, det är populationen. De generna som finns i en individ, alla de, uttrycks, förändras hur de uttrycks. Ja, also dass alle Gene, die sich in dem Individuum befinden, die können verändert werden, je nach Umgebung. Ja. Durch die Umgebung. So wenn Umgebung verändert. So wenn die Umgebung verändert. So wenn verändert, so stängt sind die Gene ab. So werden ein Teil Gene abgesperrt. Andere Gene setzt pro. Andere Gene bleibt setzt pro. Kommen hier. Dominieren. Achso, einige werden ausgeschlossen, andere werden favorisiert. Ja, kommen die Funktion, die haben heute aufstehen. Die haben nicht süß, aber wenn die Filmstation heute so dominiert, dann ist es da. Die hat es zwar gegeben, so verstehe ich es, aber man hatte sie bisher nicht gefunden. Die waren bisher nicht aktiv. Es gibt viele Ulrika. Flera olika sätt som det här verkar på. Es gibt viele unterschiedliche Arten oder Dinge. Det här är två olika sätt. Das sind zwei unterschiedliche Arten. Och det ärvs till nästa generation. Das wird vererbt zu der nächsten Generation. Lite Lamarckism. För de som har läst om Lamarck och Darwin och så. Ja, Lamarckism. Kann ich nicht sagen. Omgivningen förändras igen. Omgivning förändras sig wieder, ja. Så förändras uttrycket igen. Så förändras generna uttrycks återigen. Also da verändern sich die Gene auch wieder. Andere Gene kommen wieder an die Oberfläche. Det är därför att bina anpassar sig. Das ist das, warum sich Bienen anpassen. Till förändringar. Zu diesen Veränderungen. Och det här. Dieses. Det här är viktigare än genetiken. Das ist das Wichtige in der Genetik. I Sydamerika. Südamerika. Okej, även i Sydafrika. Und auch in Südafrika. Så tog det 5 år. So dauert es 5 Jahre. Für Apis mellifera. Für die Apis mellifera. Nicht die Apis cerana. Nicht die Apis cerana. Apis mellifera. Samma bi som våra. Die gleiche Biene wie unsere. Nästa. Ähnlich. Mellifera. Mellifera. Inte ursprungsvärden för varroa. Inte ursprungsvärden för varroa. Die also nicht gewöhnt war für die varroa. Utan det var mellifera. Melifera. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Men det tog 5 år för dem att bli resistenta mot varroa. Es dauerte 5 Jahre, bis sie resistent waren gegen die varroa. Du pratar från den afrikaniserade Bienen. Also spricht jetzt von den Bienen, die in Südamerika afrikanisiert wurden. Das dauerte 5 Jahre, bis sie Resistenzen gegen die varroa entwickelt haben. I början så var det ett varroa på vartannat bi.
Am Anfang war es eine Varroa auf jeder zweiten Biene. Det var väldigt mycket varroa. Trotzdem sehr viel. Men bina dog inte. Die Völker starben nicht. Varför inte? Det gör de här om det blir 50% angriffsgrad. Så dör de. Ja, ja, warum nicht? Obwohl sie mit zu 50% angegriffen waren. Det är en intressant fråga. Interessante Frage. Och det kan vi också ha ett föredrag om. Skillnaderna mellan situationen i Sydamerika och Sydafrika och Europa. Ja, diese Unterschiede zwischen Südafrika, Südamerika und Europa. Man ska inte avfärda och säga att ja, men det är i tropikerna, det är afrikanska byn, i tropikerna. Man ska inte säga så. Ja, man kann nicht das jetzt wegschieben und kann sagen, ja, das funktioniert nur in den Tropen so, aber bei uns ist das ganz anders. Er behauptet, dass das nicht wissenschaftlich ist. Der wichtige Angriffs